Beim Albrecht Illner fand vor kurzem eine Sendung Wütende Mitte, vergisst die Ampel die Fleißigen statt? Und ich glaube, diese Frage, die kann ich gleich beantworten. Nein, die Ampel vergisst die Fleißigen nicht. Sie macht sogar aktiv Politik gegen sie, indem sie beispielsweise die Steuern erhöht. Auf Gas, auf Fernwärme, auf Agrardiesel, die Lkw-Maut, auf CO2. Also die Steuern auf alles Mögliche werden erhöht. Die Mehrheit der Menschen wird geschröpft, wo es nur geht. Und die arbeitende Mitte darf immer mehr bezahlen, während eine kleine Gruppe an Superreichen extrem geringe Steuersätze hat. So zahlt ein Millionär laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit in Deutschland 24% Steuern auf sein Einkommen. Und das ist ohne irgendwelche Steuervermeidungstricks. Also das ist wirklich so ein standardmäßiger Millionär, der einen normalen Steuerberater hat. Ein normaler Arbeiter zahlt 48%, also doppelt so viel wie ein Millionär. Das heißt, die Mitte in Deutschland wird geschröpft, den Superreichen lassen es sich währenddessen gut gehen und unser Land blutet immer weiter aus, während eine kleine Minderheit immer reicher wird, geschützt von dieser Politik, die eben nur für die Reichen da ist und eben diese Reichen immer reicher macht. Also das ist meine Einschätzung zu dieser Frage. Schauen wir uns mal an, was hier in dieser Sendung diskutiert wird. Es ist ein Bäckermeister da, es ist eine Gewerkschafterin da, es ist eine neoliberale Ökonomin da. Ja, und zwei Ampelpolitiker einschließlich unseres Finanzministers sind leider auch da. Ich habe mir die Sendung vorher noch nicht angesehen und bin gespannt, was uns hier gleich gezeigt werden wird. Machen wir sofort. Der hat das Kindergeld noch nicht thematisiert. Insofern wollte ich ganz kurz darauf abheben. Man kann das Kindergeld erhöhen, man kann diesen Freibetrag erhöhen, man kann eines von beiden erhöhen, man kann es lassen. Aber warum kann man sich nicht einigen in dieser Regierung und das dann einfach mal durchhalten? Das müssen Sie andere fragen. Wir haben 2022 eine Entscheidung getroffen, die ich jetzt nur umsetze. Die Entscheidung ist, wir haben für die Jahre 23 und 24 das Kindergeld so stark erhöht wie. Von 2019 auf 2050? So stark erhöht wie Jahrzehnte nicht. In einem einmaligen Schritt für alle Kinder auf 250 Euro erhöht. Und wir haben das mit dem Kinderfreibetrag bei der Steuer nicht gemacht, sondern den ziehen wir jetzt nach. Das heißt, Sie haben die eine große Erhöhung beim Kindergeld auf 250 Euro sofort gemacht, damit alle profitieren können. Und unsere Verfassung, die fordert von uns, dass wir das Existenzminimum nicht besteuern. Weil es ja nicht sein kann, dass das, was Menschen brauchen, um ihre Existenz zu bestreiten, dass sie das reduzieren müssen, um an den Staat Geld zu. Das stimmt. Und deswegen sind Konsumsteuern wie beispielsweise die Mehrwertsteuer oder auch die CO2-Steuer ja so ein Skandal. Also da besteuert man ja das Existenzminimum indirekt, indem die Preise erhöht. Also dass man bei der Einkommensteuer dieses Gebot einhält, das hilft ja wenig, wenn dann jeder Mindestlöhner, jeder Hartz-IV-Empfänger im Supermarkt trotzdem die 19% bzw. 7% Mehrwertsteuer zahlen muss. Zu überweisen. Und das ziehen wir jetzt nach. Das war der Beschluss des Jahres 2022. Und dabei bleiben Sie, dass das dabei abgestimmt war mit dem Bundeskanzler? Das, glaube ich, stellt auch der Bundeskanzler nicht in Frage, dass es so verabredet war. Aber mir geht es vielleicht in dem Zusammenhang dann doch auch noch mal um ein Gerechtigkeitsargument, weil so ja viele auch argumentieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man für ein Kind etwas für 100 Euro kaufen möchte, eine neue Jacke, eine neue Hose, dann müssen Menschen mit einem geringeren Einkommen vor der Steuer, ich sage mal 120 Euro verdienen und dann zahlen sie Steuer und dann haben sie 100 Euro für das Kind. Wer eine Fach- oder Führungskraft ist, der muss sehr schnell 160 Euro vor dem Steuerrecht haben, um die gleichen 100 Euro für das Kind aufzuwenden. Sie machen da nochmal diese Gerechtigkeits-. Ja, weil wir müssen sagen, Menschen, die ein höheres Einkommen haben, zahlen eben auch prozentual jetzt höhere Steuern. Wird ausgerechnet, sind 377 Menschen. Also das stimmt so pauschal nicht. Menschen, die ein höheres Einkommen, also wenn man Einkommen haben, die zahlen zwar höhere Einkommenssteuern prozentual, aber die zahlen beispielsweise geringere Sozialbeiträge, da es dort eine Beitragsbemessungsgrenze gibt. Also die oberen 10% der deutschen Bevölkerung haben eine Gesamtabgabenbelastung. Also wenn man wirklich alle Steuern, alle Sozialabgaben, alles zusammennimmt, und man muss ja alles zusammennehmen, sonst zeichnet man ja kein realistisches Bild. Man kann jetzt sich natürlich hinstellen und sagen, Rentenversicherung, Krankenversicherung, das sind doch gar keine Steuern. Ja, aber es sind trotzdem Abgaben, die aufs Einkommen draufgelegt werden. Also man hat dadurch weniger Einkommen. Und die oberen 10%, die zahlen ungefähr ein Drittel der Steuern, die in Deutschland anfallen. Und, jetzt kommt's, sie haben ungefähr ein Drittel des Einkommens.
Also die obersten 10% zahlen genauso viele Steuern, wie sie an Einkommen haben, prozentual. Das heißt, sie haben keinen überproportionalen hohen Anteil Steuern am Einkommen, ganz im Gegenteil. Und das oberste 1%, das oberste 0,1%, ich hatte es gerade schon gesagt, die haben wesentlich geringere Steuersätze. Das heißt, der obere Mittelstand, der wird am höchsten belastet, aber die Millionäre, erst recht die Milliardäre, die werden schon fast überhaupt nicht mehr belastet. Also das ist diese riesige Ungerechtigkeit, die wir im deutschen Steuersystem haben. Wer durchschnittlich viel verdient oder ein bisschen überdurchschnittlich verdient, der wird besonders stark belastet. Aber wer Millionen verdient, der wird viel weniger belastet. Ich hatte vorhin die Zahlen schon genannt. So ein Mustermillionär zahlt laut Netzwerk Steuergerechtigkeit 24% Steuern auf sein Einkommen. Ein normaler Arbeiter 48%. Das ist die Differenz, von der wir hier reden. Was ist denn bei mir oberer Mittelstand, fragt gerade einer im Chat. Ja, so nehmen wir beispielsweise das neunte Dezil. Also die oberen zwischen den oberen 80, alle, die ein bisschen reicher sind als die unteren 80% und die ein bisschen ärmer sind als die oberen 5 bzw. oberen 10%. Also die, die noch nicht Durchschnitt sind, sondern wirklich überdurchschnittlich verdienen, die aber noch nicht reich sind. Also Bäckermeister oder keine Ahnung, wie gut es Bäckereien geht. Ich will ja nichts Falsches sagen. Chefärzte, Juristen, solche Leute. Also die wirklich gut verdienen, die aber sich jetzt noch nicht eine große Yacht kaufen können. Also das würde ich als oberer Mittelstand bezeichnen. Unterschied, 377 Euro bekämen die. So, da schreibt gerade einer im Chat, ich hätte Millionäre dazu gezählt. Ja, wenn du jetzt in einer Stadt wie München Millionär bist, weil du ein teures Haus geerbt hast. Okay, aber ich würde vom Einkommen her gehen. Also du kannst, wie gesagt, ein paar Häuser geerbt haben, deswegen bist du noch nicht reich. Also es kommt sehr stark aufs Einkommen an. Das ist für die normalen Menschen wichtiger als Vermögen. Bei Superreichen, die dann wirklich Multimillionenvermögen haben oder Milliardenvermögen. Also die haben ja durch ihr Vermögen so riesige Kapitaleinkommen, dass ja Einkommen unter Vermögen dort ziemlich direkt zusammenhängen. Die Menschen, die... SN0B-Doc, bei der Zahl 24% versus 48%, da sind Sozialabgaben drin. Also allem, was ich hier sage, immer Steuern und Sozialabgaben zusammen gemeint. Also ich glaube, ich habe sogar Abgabenbelastung gesagt und nicht Steuer. Also wenn ich Steuerbelastung nur gesagt haben sollte und nicht Abgabenbelastung, dann Abgabenbelastung. Also bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, da sind die Sozialabgaben mit drin. Denn wie gesagt, wenn man die rauslässt, dann ergibt sich kein realistisches Geld. Wenn ich da Steuerbelastung gesagt haben sollte gerade eben, dann habe ich mich versprochen. Ich meinte Abgabenbelastung natürlich. Die eben den Freibetrag in Rechnung stellen und beim Kindergeld wären es eben 259, um das auszugleichen. Die Frage ist also 244 wäre eigentlich die Höhe des Kindergelds. Aber es ist überproportional erhöht worden. Aber ich sage noch mal, es geht ja darum, dass die Menschen, die ein höheres Einkommen haben, auch prozentual mehr Steuern zahlen. Wir sind sofort, und da ist nämlich wunderbarerweise das Thema von Herrn Exner die ganze Zeit auch angesprochen. Wir sind bei Manuela Schwesig, die wir herzlich in Schwerin begrüßen, die Chefin von Mecklenburg-Vorpommern, also die Ministerpräsidentin. Frau Schwesig, Sie... Nicht Gehalt, wie Safet sagt. Du hast da was falsch verstanden. Einkommen. Kapitaleinkommen werden nicht mit normalen Spitzensteuersatz besteuert. Die werden pauschal mit 25% steuert und wenn du das sehr schlau anstellst, dann kannst du da auch mit niedrigeren Steuersätzen davonkommen. Sie sind SPD-Politikerin, das weiß mittlerweile fast jeder. Wenn es eigentlich eine Verständigung gab zwischen dem Bundesfinanzminister und Olaf Scholz über diese Frage, warum kann dann der Bundeskanzler nicht dafür sorgen, dass es nicht 3 Minuten später von Lars Klingbeil in Abrede gestellt wird? Warum wird ständig gestritten? Ist das eine dumme Frage? Also hier muss ich auch mal wieder sagen, wie ich diesen Hauptstadtjournalismus hasse. Und wir werden uns die Antwort auf diese Frage auch nicht ansehen. Ich meine, warum wird ständig gestritten? Ja, weil wir diskutieren wollen. Also große Unterschiede, die haben wir zwar nicht in unserem Programm, aber jeder muss sich ja auch plustern und vor den Medien wenigstens noch den Schein von Rede und Gegenrede erwecken, damit die Bevölkerung wirklich denkt, sie hätte eine Alternative. Sie würde wirklich eine real andere Politik bekommen, wenn sie FDP wählt, als wenn sie Grüne wählt, was real nicht der Fall ist. Deswegen wird ständig gestritten. Das ist eine Show für die Medien.
größeren Thema. Dahinter steckt ein kleinerer oder größerer Gedanke, wie immer Sie wollen. Und wenn sich diese Ampel dann mal einig ist, wie bei den Kürzungen für die Bauern, dann melden sich Ministerpräsidenten, und zwar vor allen Dingen Sozialdemokratische, und protestieren. Am besten ist natürlich, wenn der Vorschlag wieder ganz vom Tisch genommen wird. Ich finde es aber wichtig, dass die Kürzungen, die angekündigten Kürzungen, komplett zurückgenommen werden. Die Sparvorschläge. In Brandenburg sind bald Wahlen. Da hat man jemand Angst, abgewählt zu werden. Also, liebe Leute, ihr merkt, Wahlen ändert. Also Politiker, die Angst haben müssen, dass sie bald weg vom Fenster sind, die leisten dann doch eher Widerstand gegen unsinnige Entscheidungen. Die betreffen vor allem den ländlichen Raum, und das ist wirklich falsch. So, das sagten Sie, und zwar sofort, nachdem das beschlossen war durch die Bundes-SPD. Ich meine, in allen ostdeutschen Bundesländern außer Berlin ist es ein sehr realistisches Szenario, dass wir dort bald AfD-Ministerpräsidenten sehen könnten. Das Kanzler, die Spitze dieser Regierung. Was soll das auslösen bei den Leuten, glauben Sie? Frau Illner, mir geht es um die Sache. Und als Ministerpräsidentin vertrete ich die Bürgerinnen und Was soll das auslösen, wenn Sie Steuererhöhungen in einer Krise kritisieren oder Steuererhöhungen, die den ländlichen Raum betreffen? Also das ist beides völlig bescheuert. Erstmal die Steuern für die Bauern zu erhöhen. Wir haben massiv. Warum sollte man das als Staat beschleunigen? Und zweitens Steuern allgemein in einer Krise zu erhöhen. Dann gerade noch Steuern, die die Nahrungsmittelpreise nach oben treiben könnten. Also das ist doch eine völlig bescheuerte Maßnahme. Das würde ich ja nicht nur als Ministerpräsident kritisieren. Bürger meines Bundeslandes und nicht die Ampel. Und mit Verlaub, ich bin auch bei diesen Gesprächen nicht dabei. Und wenn uns vorher einer mal gefragt hätte und in die Pläne einbezogen hätte, dann hätten wir auch klar gesagt, dass es so nicht geht und dass das schief geht. Fakt ist, dass die Sparpläne im jetzigen Haushalt komplett den ländlichen Raum betreffen. Mhm. Einmal mit den Kürzungen bei der Landwirtschaft, denen wir in den letzten Monaten schon viele Sachen aufgelegt haben. Dann mit der Rücknahme der Unterstützung bei den Netzentgelten. Das trifft vor allem bei mir viele, die, wo die Windparks entstehen, die jetzt höhere Stromkosten haben werden, was ja sowieso absurd ist. Und der dritte Punkt, die Pendlerinnen und Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Im ländlichen Raum haben wir 6000 Dörfer. Da haben wir nicht überall Bus und Bahn. Da ist das Auto auch kein Luxusgut. Die pendeln, die stehen morgens auf und die zahlen jetzt mehr Spritkosten. Und wenn dann noch die Ungerechtigkeit mit dem Kindergeld dazukommt, das kann ich keinem Bürger erklären. Und wenn es ungerecht zugeht, dann erhebe ich meine Stimme. Das ist meine Aufgabe. So, Herr Exner, und dann denken Sie, dass Sie immer noch nicht wissen, was jetzt in beiden Fällen eigentlich rauskommt? Die Bauern wissen es auch noch nicht. Es ist noch nicht klar, ob... Also wann weißt du, dass du als Bundesregierung abgewirtschaftet hat, wenn quasi alle eigenen Ministerpräsidenten alles, was du machst, komplett kritisieren und das rückgängig machen wollen? Das liegt bei den Ministerpräsidenten jetzt, glaube ich, nicht daran, dass sie so große Sorgen um die Probleme der einfachen Leute haben, sondern daran, dass sie Angst haben, bald abgewählt zu werden. Weiterverhandelt wird oder ob dieser letzte Kompromiss der Ampel jetzt tatsächlich dann der entscheidende ist, dass also stufenweise bei dem Agrardiesel diese Unterstützung wegfällt. Würden Sie auch sagen, dass das Ihr allergrößtes Problem von allen ist, dass man nicht so richtig weiß, was morgen passiert? Das haben Sie moniert. Sie werden überfallen. Erstens ist es nicht ausgekocht und im Prinzip wird jetzt, so wo das Kind im Brunnen gefallen hat, wieder rumdiskutiert. Es ist mir zu viel klein-klein. Diese Dinge, die hier diskutiert werden, das sind 6 Euro mehr für das und 5 Euro mehr für das. Es herrscht gar keine Klarheit. Also keiner versteht. Unser erster Eindruck, ich mag ihn. Das ist der Erste, der jetzt mal das Bild ein bisschen weiterziehen will. Denn es ist völlig lächerlich, Debatten um einige hundert Euro zu führen. Also ein paar hundert Millionen Euro im Bundeshaushalt liegen viel. Aber für den einzelnen Bürger sind es genau, wie er es hier sagt, 5, 6 Euro mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht die Welt und das entspricht überhaupt nicht den wirtschaftlichen Problemen, die wir in diesem Land haben. Ich verstehe das mehr. Mhm. Also, das können wir doch niemandem erklären. Ja, aber das können, ja? Doch, ich kann. Ja, Sie. Ich kann. Okay, ich kann die das Gelegenheit will ich gerne nutzen. Und es ist doch toll, dass Exner Sie hier sind. Da müssen wir auch die Gelegenheit auch mal für einen Austausch nutzen. Es wird in dem Bundeshaushalt, worin den wir jetzt... Worin besteht der Plan? Ist den Lichter? Bundeshaushalt, den wir jetzt vor... Schade, dass Sie ihn jetzt so früh wieder abgewürgt haben. Eigentlich haben wir deswegen direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete.
die nicht über die Parteilisten einziehen, sondern von der Mehrheit ihres Wahlkreises gewählt werden soll. Dafür ist die Erststimme, die auf dem Bundestagswahlzettel seht, da. Dafür, dass es eben Abgeordnete geben soll, die eine Beziehung zu ihrem Wahlkreis haben, die sich eben für die Menschen dort einsetzen. Dass das in der Realität nicht so gut funktioniert, zeigten Lindners Worte hier. Also eigentlich müssten die Politiker andauernd Kontakt mit den Menschen in ihrem Wahlkreis haben. Worin besteht der Plan? Den Bundeshaushalt, den wir jetzt vorgelegt haben, das ist kein Kürzungshaushalt. Da wird nicht gespart, sondern wir verändern seine Struktur, damit wir neue Aufgaben finanzieren. Wir haben mehr zu tun für unsere äußere Sicherheit und die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa. Bitte nicht alles aufzählen. Bei den Bürgern kommt an... Lassen Sie mich doch einen Satz mal zu Ende sprechen. Ja, es werden also schon bei den Bürgern kommt an 2022 4% Reallohnverlust. 2021 glaube ich 1%. Also das kommt bei den Bürgern an, dass sie sich von ihrem Geld weniger kaufen als zuvor. Und daran ist jetzt nicht nur die Finanzpolitik der Bundesregierung schuld, sondern auch der Wirtschaftskrieg, den man meinte, gegen Russland beginnen zu müssen. Wir haben die Friedens- und Freiheitsordnung in Europa, die wir verteidigen. Wir haben eine Friedens- und Freiheitsordnung in Europa, die wir verteidigen müssen. Das heißt, wir müssen zu einem Krieg gegen Russland. Also was für widerliche Euphemismen kann man seine Kriegshetze hier eigentlich noch verpacken? Also mir fehlen die Worte. Ihr seht's. Wir haben eine Friedens- und Freiheitsordnung in Europa, die wir verteidigen müssen. Dann wollen wir noch die Schuldenbremse einhalten. Das heißt, für nichts ist irgendwie Geld da, außer für die Rüstungsindustrie. Für die brauchen wir ganz, ganz viel Geld, denn die verteidigt ja unsere Friedens- und Freiheitsordnung. 15 Milliarden Euro entlasten wir die arbeitende Mitte, indem wir nämlich Lohn- und Einkommenssteuer gesenkt haben. Wir haben für Herrn Exner die Stromsteuer reduziert auf das europäische Minimum. Sie haben eben gesagt, Sie zahlen 700.000 Euro zusätzliche Energiekosten. Dann kalkuliere ich. Wirtschaftskrieg gegen Russland. Beenden. Einfach diesen Wirtschaftskrieg beenden. Dann hätte man dieses Problem nicht mehr. Mal, dass Sie viele, viele tausend Euro in diesem Jahr weniger Stromsteuer zahlen. Also das ist ja das, was wir tun. Und wer auf der einen Seite entlastet für Herrn Exner tausende Euro weniger Stromsteuer, für die arbeitende Mitte weniger Lohnsteuer, der muss auf der anderen Seite dann auch auf alte Subventionen verzichten, wie beispielsweise das Auslaufen des Agrardiesels. Und da reden wir über eine Größenordnung im Jahr 2025. Haben Sie gesagt, von 300 Millionen? Von etwa 200 Millionen Euro im Jahr 2025. Herr Lindner, noch mal. Alleine die Stromsteuer sind über 3 Milliarden Euro. Warum sind wir auch so froh, dass Sie sich einander gegenübersetzen? Sie freuen sich darüber, dass Sie tatsächlich... Also man erhöht die Steuern auf Gas, Fernwärme und CO2 und senkt mit dem eingenommenen Geld dann die Stromsteuer. Und die Steuererhöhung, ich weiß nicht, wie viele Milliarden das genau sind, ich glaube, das waren deutlich über 10 Milliarden, die sind viel, viel höher als die Steuersenkung, die auf die Stromsteuer kommen soll. Tatsächlich überall diese Steuern senken für die Bürger. Aber es geht ja eben nicht nur um Steuern, sondern es werden an anderen Stellen Ausgleichszahlungen gebraucht vom Bürger, egal ob er Unternehmer oder Angestellter, was auch immer ist. Es kommt also ein höherer Betrag am Ende heraus, den man an... Dieser Fettsack, weil du es gerade schreibst, deine Zahl, die kann ich jetzt nicht verifizieren. Also selbst wenn du die Klimaschutzprojekte und allen sonstigen fragwürdigen Dinge, die da sonst noch dazu nimmst, also da werden ja Projekte auch in anderen Industrieländern finanziert. Also wenn wir jetzt in irgendeinem Entwicklungsland da Fahrradwege bauen, dann kann man darüber diskutieren, ob es notwendig ist. Aber wenn du in Industrieländern wie der Schweiz oder den USA irgendwelche Klimaschutzprojekte machst, dann finde ich das schon problematisch, denn die haben echt genug eigenes Geld, die brauchen nicht Förderung aus Deutschland. Aber selbst dann kommst du auf 30 Milliarden und nicht auf knapp 60 Milliarden, wie du da schreibst. Oder sag mir, woher du die Zahl hast. Also meine Informationen waren, dass wir ungefähr bei 30 Milliarden liegen, nicht bei 60. Und Entwicklungshilfeetat, das waren, glaube ich, nur 12 Milliarden. Ausgaben hat. Herr Exner wird entlastet. Er sagt, er macht keinen Gewinn. Sie haben selber gesagt, vor 14 Tagen bei einer guten, tollen Kollegin der ARD, dass es tatsächlich einen Wertverlust in diesem Land gibt. Ja. Dieser Fettsack, schick mal bitte einen Link in den Chat. Also ich kriege hier jedes Mal andere Zahlen. Wie gesagt, meine Informationen waren bei 30 Jahren.
entstanden durch die Inflation, durch die Kriege. Ich kann das kurz so zusammenfassen. So ist es. Wer sagt das und akzeptiert das? Wir haben volkswirtschaftlich einen Verlust an Wohlstand, weil wir mehr zahlen für die Importe, zum Beispiel für Energie. Ja, und das könnte man ganz einfach ändern, indem man billiges Erdgas wieder aus Russland importieren würde. Also ich weiß nicht, wie häufig ich das hier erwähne. Also dass dieser sehr einfache Lösungsvorschlag hier nicht kommt, das ist dann auch wieder verräterisch. Energie, das ist so. Und die Lösung dafür ist, dass wir insgesamt eine stärker wachsende Wirtschaft haben müssen, dass wir wettbewerbsfähiger werden. Und dennoch will ich schon sagen, dass wir gut durch die Krise mit den Energiepreisspitzen gekommen sind. Und es gibt erhebliche Entlastungen. Der Staat kann ein insgesamt gesunkenes Wohlstandsniveau aufgrund von Inflation, aufgrund der Kriege, nicht auf Dauer ausgleichen. Aber das ist doch der interessante Staat kann Satz. Ja, der Staat kann ja nur mit dem Geld umgehen, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Und was wir sagen, das ist limitiert. Sie sind stolz auf Ihre Steuersenkungen. Sie sind stolz darauf, dass Sie Steuern nicht erhöhen müssen. Aber die Rechnung von Herrn Exner war in anderen Jahren schon mal besser. Da hatten Sie... Natürlich haben wir auch Geld verdient, auch gut Geld verdient. Ich sag mal so, ich glaube, dass Sie aus Ihrer Perspektive vielleicht sagen, ich habe bestimmte, oder wir haben bestimmte Dinge getan, die das verbessern. Haben. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade vor 3 Tagen gelesen, vor 12 Jahren gab es 4,5 Millionen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und Beamte. Ja? Jetzt nach 12 Jahren sind das 5 Millionen und ich frage mich, wo... Ja, Fizer Fett sagt, du kannst Links schicken und das sind 28 Milliarden an ODR, die da aufgelistet sind. Nicht 58. Wo die sind, ja, wie viel zahlen die alle, aber Lehrer gibt es keine, Polizisten gibt es keine, Staatsanwälte gibt es keine, Richter gibt es keine und so weiter. Was machen denn diese ganzen Leute? Und ich verlange vom Staat, dass er mit dem Geld auch gut umgeht, wie der Staat das von den Bürgern und von den Unternehmen auch verlangt. Und ich glaube, dass der Staat sich mal limitieren muss in den Ausgaben, ja, Explosionen. Sie wissen selber, wie groß Ihr Haushalt gestiegen ist in den letzten paar Jahren. Wir haben, weiß ich, 100 Milliarden mehr als vor 3 oder 4 Jahren noch oder so. Und wir kommen mit der Kohle nicht klar. Herr Exner, kann ich Ihnen gern beantworten. Also der Bund hat keine Millionen Beschäftigte. Der Bund hat unter 300.000 Beschäftigte und die Zahl ist gestiegen. Und wissen Sie, wo die sind? Bundespolizei. Sind wir beide der Meinung, dass wir für die innere Sicherheit mehr tun müssen? Ich glaube ja. Zoll. Dafür, dass Ein- und Ausfuhr in unserem exportorientierten Land funktionieren. Die zusätzlichen Beschäftigten sind zum Beispiel beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, weil zumindest ich der Meinung bin. Haben Sie auch schon ausgeführt? Weil ich der Meinung, die Frage war ja, also, wo können, Sie, Illner, sparen? Weil ich wo der können Meinung, Sie sparen? Weil ich der Meinung bin, dass wir die Asylverfahren beschleunigen müssen. Wo können wir sparen? Ich habe zum Beispiel den Neubau des Bundesfinanzministeriums abgesagt. Wir können sparen auch, wenn ich das mal offen ausspreche, bei der Treffsicherheit unseres Sozialstaats. Deshalb haben wir jetzt, Frau Illner, also wirklich bei jeder Antwort unterbrechen Sie mich. Rede ich so lange und rede ich so langweilig? Wir müssen auch die Treffsicherheit unseres Sozialstaats verbessern. Also der öffentliche Dienst hat 5,2 Millionen Beschäftigte. Also wie viel sind das wohl? Ein bisschen mehr als 10% aller in Deutschland arbeitenden Menschen. Jetzt nicht so ungewöhnlich viel, wenn man das mit anderen Industrieländern vergleicht. Das ist sogar eher wenig. Beispielsweise sanktionieren wir jetzt die Bürgergeldempfänger, die angebotene Arbeit ablehnen. Die bekommen. Wozu führt das, wenn man Menschen dazu zwingt, jede ihnen angebotene Arbeit anzunehmen, egal wie beschissen die Arbeitsbedingungen, egal wie niedrig der Lohn? Okay, da haben wir wenigstens noch einen Mindestlohn, der ist ein bisschen abfedert, aber das übt Druck auf die niedrigen Löhne aus. Das steigert die Profite des Kapitals und schwächt die Verhandlungsposition der Arbeiter. Und wir haben in Deutschland 1700 Totalverweigerer, denen man jetzt tatsächlich die Leistungen für einige Monate komplett streichen könnte. Ja, 1700 Totalverweigerer, überschlag das mal, wie viel Geld bekommen die? Ja, da wird man einige Dutzend Millionen einsparen, wenn überhaupt, wenn der Verwaltungsaufwand des Einstellens dieser Leistungen nicht sogar höher ist als das, was man da am Ende rausbekommt. Also es ist eine komplette Nebelkerze, die Lindner hier zündet. Mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, noch mehr Druck auf die Arbeiter auszuüben in einer Situation, wo wir sowieso schon Unterauslastung haben, in einer Situation, wo wir sowieso schon viel zu viele Arbeitslose haben, wo wir ohnehin schon eine viel zu schwach laufende Wirtschaft haben. Also in der Wirtschaftskrise noch mehr Druck auf Arbeiter auszuüben, dass sie Jobs annehmen sollen, die es gar nicht gibt. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn, es sei denn, man vertritt Kapitalinteressen.
bekommen eine Sanktion, die bekommen kein Geld mehr. Und Herr Exner, die Punkte, die Sie angesprochen haben, die Sie wirtschaftlich bremsen, Sie haben ja nicht zuerst von Steuer oder anderem gesprochen, Sie haben von Bürokratie gesprochen eben. Mhm. Ich bin Ihrer Meinung, da können wir einiges tun, etwa bei den ganzen Dokumentationen, die es gibt, gerade im Bereich, wo man mit Lebensmitteln zu tun hat. Und zum anderen, Sie haben gesagt, Ihnen fehlen Arbeitskräfte. Mhm. Und ich glaube, eine Möglichkeit besteht darin, dass wir die Menschen, die gegenwärtig dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, aktivieren. Beispielsweise bei den Geflüchteten aus der Ukraine machen wir das durch mehr Kontaktdichte, damit die Menschen in Arbeit kommen. Und jetzt, das ist nichts Böses. Ich glaube, dass Arbeit nämlich auch dem Leben Sinn gibt, dem Alltag Struktur und die Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören. Ja, wir haben 800.000 offene Stellen und zwar über 2,5 Millionen Arbeitslose. Also woher sollen, wie sollen die Menschen Arbeitsplätze annehmen? Dann hier kommt jetzt noch dazu, dass die dass die offenen Stellen nicht in den gleichen Regionen sind, wo die Arbeitslosen sind. Wir haben ja Regionen in Deutschland mit höherer Arbeitslosigkeit, vor allem in Ostdeutschland, und Regionen mit niedrigerer Arbeitslosigkeit, wo es eben auch besonders viele offene Stellen gibt. Also, dass man jetzt, selbst wenn man alle Arbeitslosen morgen früh in offene Stellen packen könnte, was man, wie gesagt, aus Gründen der räumlichen Distanz, aus Gründen der Qualifikation nicht so einfach machen kann, selbst wenn das ginge, hätten wir immer noch knapp 2 Millionen Arbeitslose. Also, allein an diesem einfachen Zahlenspiel wird doch klar, dass das Problem nicht ist, dass die Arbeitslosen nicht arbeiten wollen. Das Problem ist, dass sie nicht können, weil es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Sie ganz viele Sätze zu Ende gesprochen. Und wir begrüßen sehr herzlich Veronika Grimm, Ökonomin, Wirtschaftsweise. Frau Grimm, diese Kürzungen, und es sind Kürzungen, da gibt es Argumente dafür und es gibt immer Argumente. Ich hätte, also wie gesagt, in einer Rezession zu kürzen, also wenn die Wirtschaft schrumpft, also das ist sowieso das Bescheuertste, was man machen kann. Das beschleunigt die Deindustrialisierung, das beschleunigt den wirtschaftlichen. Wenn der Staat nämlich seine Ausgaben kürzt, dann gibt es einen Staatsmultiplikator. Also sagen wir jetzt, der Staat entscheidet sich morgen dafür, weniger Geld an die Rentner zu zahlen. Also es gibt ja einen Bundeszuschuss, ungefähr 100 Milliarden Euro im Jahr. Und da sagt der Staat jetzt so, die zahlen wir nicht mehr an die Rentner. Was machen die Rentner dann? Nun, sie werden weniger konsumieren. Das heißt, in den Geschäften fehlt Nachfrage. Was heißt das? Die Unternehmen fahren ihre Produktion zurück. Und das sind Effekte, die sich gegenseitig verstärken. Entsprechend der marginalen Konsumquote der Rentner sinkt dann eben auch die Produktion. Und kommt jetzt darauf an, wie groß dieser Staatsausgabemultiplikator ist. Das heißt, eine Senkung der Staatsausgaben um, keine Ahnung, 10 Milliarden kann die Wirtschaft dann halt um 20 bis 30 Milliarden verkleinern, wenn der Multiplikator zwischen 2 und 3 liegt. Also der Staat schädigt damit die Wirtschaft, wenn er seine Ausgaben kürzt. Ich hätte tatsächlich einen Bereich, da könnten wir kürzen, bei den Geldzahlungen, die wir an die Ukraine leisten. Ganz einfach. Keine Geldzahlungen mehr an die Ukraine, keine Waffenlieferungen mehr an die Ukraine bei der Aufrüstung, keine zusätzlichen Ausgaben mehr für die Bundeswehr, keine Bezahlung der amerikanischen Truppen, die hier in Deutschland sind. Also ist ja absurd, dass die USA hier ihre Truppen stationiert haben und wir deren Kosten zum Teil auch noch bezahlen sollen. Also da können wir auch von mir aus sparen. Also es gibt so viele Sachen, da könnten wir sparen. Sarah Wagenknecht hatte ja in einem ihrer Videos jüngstens ausgerechnet, dass wenn wir bei der Aufrüstung aufhören würden, die Übergewinne der Rüstungsindustrie zu finanzieren, also nicht mal weniger aufrüsten würden, sondern nur aufhören würden, der Rüstungsindustrie überhöhte Preise für diese Güter zu zahlen. Und ich meine, das gesamte Beschaffungswesen ist ja ein komplett korrupter Laden. Wenn wir nur aufhören würden, der Rüstungsindustrie überhöhte Preise zu zahlen und wenn wir die Geld- und Waffenlieferung an die Ukraine stoppen würden, dass sich da pro Jahr 100 Milliarden Euro einsparen ließen, könnten morgen früh den Bundeszuschuss in die Rente verdoppeln, wenn wir nicht mehr extra Profite der Rüstungsindustrie und Ukraine-Hilfen finanzieren würden. Also das wäre ja eine Win-Win-Situation. Aber darüber wird nicht diskutiert, sondern wie können wir jetzt die 1.700 Totalverweigerer, die es gibt, da noch ein paar Dutzend Millionen Euro aus denen rauskitzeln. Also das ist doch absurd. Das ist absurd. Also hier werden Dutzende Milliarden zum Fenster rausgeschmissen und wir diskutieren über einige wenige Millionen, die man den Ärmsten noch mehr abnehmen kann. Argumente dagegen. Also das ist genau das, was dieser Bäckermeister am Anfang meinte mit, wir debattieren nicht über das große Ganze. Aber kann die Ampel den Protest, den es mittlerweile im Land gibt und den es ja eben nicht mehr nur in einzelnen Branchen gibt, sondern bis zu den Ärzten, kann die Ampel das einfach ignorieren? Nee, ignorieren kann man es nicht. Man reagiert ja auch drauf und passt dann die Maßnahmen an. Aber ich glaube, das Problem ist schon evident. Es gab Reallohn
die Reallöhne sind gesunken aufgrund der Inflation. Klar. Energiekosten sind gestiegen. Es herrscht relativ. Also, weil Fieser Fettsack hier gerade schreibt, Rüstungsexporte schaffen Arbeitsplätze. Also, die USA haben bei ihrem Waffenpaket für die Ukraine verabschiedet werden soll, ausgerechnet, dass, ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, 90% von dem Geld, was dort ausgegeben werden soll, wieder zurück an amerikanische Rüstungskonzerne fließt. Also der Großteil geht nicht an unsere deutsche Rüstungsindustrie, sondern an die USA. Ja, wir sind nicht die USA. Aber aus welchen Beständen füllt die Ukraine denn ihre Arsenale auf? Also wer ist denn der Hegemon im westlichen Block, der bestimmt, was, wie die Waffenbeschaffung für die Ukraine dann genau aussehen wird? Das ist nicht Deutschland. Also wir können davon ausgehen, dass auch die deutschen Hilfen zu Großteilen entweder in korrupten Kanälen in der Ukraine versickern. Ich meine, wenn wir da Geld an dieses Regime in Kiew zahlen, was macht das mit dem Geld? Also ein Teil wird es veruntreuen, ein Teil wird es tatsächlich für Waffen ausgeben. Und die Waffen, die werden hauptsächlich aus den USA kommen. Also so viel erstmal dazu. Und zweitens, es ist ausdrücklich im Rüstungskontrollgesetz geschrieben, dass Waffenexporte kein Mittel der Wirtschaftspolitik sind, was ja auch völlig vernünftig ist. Also wieso soll man eine Eskalation mit Russland provozieren, wenn nur damit einige große Konzerne ein bisschen mehr Gewinne machen. Wie gesagt, die Rüstungsindustrie ist eine relativ unbedeutende Industrie, obwohl Deutschland einer der wichtigsten Rüstungsexporteure der Welt ist. Und man ist also, das ist nichts, worauf man seinen wirtschaftlichen Erfolg aufbauen sollte, weil man sich dann in alle möglichen Konflikte überall in der Welt hineinziehen lässt. Weil man dann halt so eine starke Lobby hat, die überall in der Welt darauf drängt, dass die Bundesregierung eine möglichst konfrontative, eine möglichst auf immer mehr Eskalation drängende Position einnimmt. Und das sehen wir ja gerade. Also ob Nahost, ob Jemen, ob Ukraine, überall, also ob Niger, da hat die Bundesregierung Frankreich ja auch dabei geholfen, einen neuen Krieg zu provozieren, der dann zum Glück nicht eingetreten ist. Überall, wo es nur geht, nimmt die Bundesregierung also die aggressivst mögliche Position ein. Und dann heult man wieder rum, wenn die Flüchtlinge dann vor unserer Haustür stehen. Also da muss man sich nicht wundern, wenn man so eine Politik macht. Relativ viel Druck im Land. Und natürlich braucht es eigentlich einen Plan, der den Leuten sagt, wir müssen Dinge anpacken, wir müssen uns auch verändern. Gleichzeitig wollen wir Transformation hin zur Klimaneutralität, müssen uns resilienter machen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Aufgaben, die doch ahnen lassen, dass es uns dauerhaft nicht so... Wogegen sollen wir resilienter werden? Also sie spricht auch immer von wir. Wer ist mit wir gemeint? Ich will nicht resilienter werden gegen beispielsweise Russland. Will ich nicht. Ich will, dass eine andere Politik gemacht wird, die so einen Krieg niemals Realität werden, die so einen Krieg niemals Realität werden lässt. So gut geht oder dass wir einfach auch Strukturwandel hinnehmen müssen. Und ich glaube, wenn man Strukturwandel organisieren will, der auch kommen wird, ihre Arbeitskosten werden teurer, sie werden auch mehr automatisieren, werden versuchen, Arbeitskraft einzusparen dadurch, dass man aber wenn ich das stärker gut von Hand automatisiert. Machen möchte, ich bin ja Handwerker, will ich es ja nicht automatisieren. In vielen Bereichen geht das gut, vielleicht sogar besser als im Bäckerhandwerk. Mhm. Und das wird wiederum etwas technisch möglich und bezahlbar ist und die Wirtschaft gut läuft. Dann wird auch automatisiert. Also das, was die Politik am ehesten für Automatisierung machen könnte, ist für Beschäftigung sorgen, dafür sorgen, dass die Löhne entsprechend der Produktivität wachsen, dass Unternehmen auch immer in gewisser Art und Weise um Arbeitskräfte konkurrieren müssen, dass die auch notwendige Automatisierung, wenn sie sich lohnen, dann auch vornehmen. Denn wenn Arbeitskräfte massenhaft verfügbar und billig sind, dann wird später automatisiert. Ganz einfach. Also eigentlich ganz einfach, die Politik muss nur für Vollbeschäftigung sorgen, um die Automatisierung kümmern sich die Unternehmen dann schon. Aber die Politik sorgt nicht für Vollbeschäftigung. Arbeitskräfte freisetzen. Da gibt es Prozesse, die sind am Laufen. Das ist jetzt schon der Zweite, der wegen meiner Tasse hier fragt. Ich mag St. Pauli am liebsten, aber ich schaue in letzter Zeit relativ wenig Profifußball. Hab das früher mehr geschaut. Sozusagen viele Unternehmen planen, zu automatisieren, entweder durch Roboter oder auch durch Software, künstliche Intelligenz. Aber auch leider das Land das zu wird verlassen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch freisetzen und wird auch gegen die Arbeitskräfteknappheit entgegenwirken. Aber ich glaube, wir haben keine Arbeitskräfteknappheit. Völliger Unsinn. Über 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose. Und diese Arbeitslosenzahlen werden an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Also da kann man ein paar Millionen oben drauf setzen. Oder allein die stille Reserve. Das ist vollkommen absurd. Also wir haben wesentlich mehr als 2,6 Millionen Arbeitslose und nur 800.000 offene Stellen. Also
Nein, wir haben keinen Arbeitskräftemangel. Also wie gesagt, einfach diese zwei Zahlen vergleichen. 800.000, über 2,5 Millionen. Ja, was ist größer? Anfang der 70er, da hatten wir 100.000 offizielle Arbeitslose und 1 Million gemeldete offene Stellen. Also wenn das Verhältnis von Arbeitslosen zu offenen Stellen 1:10 ist, dann kann man von mir aus von einem Arbeitskräftemangel sprechen, beziehungsweise von Vollbeschäftigung. Also davon würde ich nämlich sprechen. Ich würde niemals von einem Arbeitskräftemangel sprechen, sondern von Vollbeschäftigung, die ein wirtschaftspolitisches Ziel sein sollte. Eine Situation, in der die Unternehmen nicht um Arbeitskräfte konkurrieren müssen. Eine Situation, in der die Unternehmen nicht händeringend jeden, den sie kriegen können, nehmen und weiterbilden und ihm bestmöglichen Bedingungen geben. Eine solche Situation ist eine Situation, in der falsche Wirtschaftspolitik gemacht wird. Und Fisa Fetzak schreibt gerade, sie meint wohl Fachkräftemangel. Ja, wenn die Unternehmen Fachkräfte wollen, dann müssen sie sie ausbilden. Und wenn sie niemanden oder ihnen höhere Löhne bieten. Ich meine, und wenn die Unternehmen nicht wen haben, der exakt die Qualifikation hat, die Unternehmen wollen, dann müssen sie ihn halt weiterbilden. Also das ist eine Aufgabe der Unternehmen. Wir leben in der Marktwirtschaft. Also entweder man organisiert solche Prozesse marktwirtschaftlich oder man macht das nicht. Also kann das auch staatlich organisieren. Da würde man halt wesentlich mehr in den Markt eingreifen. Also, aber wie gesagt, wir leben in der Marktwirtschaft. Da geht das nur über Lohnerhöhungen und über von den Unternehmen finanzierte Aus- und Weiterbildung. Die Politik muss schon einen umfassenderen Ansatz verfolgen, damit auch die Akzeptanz bei den Menschen da ist. Weil die Menschen sind schon auch zum Beispiel beim Klimaschutz, sieht man in Umfragen, die Leute sind schon bereit darauf, auf ein bisschen was zu verzichten. Mhm. Aber eben nicht eine einzelne Gruppe auf ganz viel. Ich glaube, da muss man schon einen ausgewogenen Plan machen, wo jeder sieht, ich muss ein Stück weit zurückstehen und was dafür geben, dass wir die Transformation schaffen, aber andere eben auch. Wie mir das schon anhöre. Also mir wurde vom Chat versprochen, hier würde es zur Sache gehen. Stimmt nicht. War eine furchtbare Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Also sorry, dass ich das jetzt abbreche. Ich habe gleich noch ein Gespräch mit geschriebene Geschichte und so interessant war das ja jetzt echt nicht. Ich glaube, ich konnte über einige Mythen, einige Fehlurteile, die hier passiert sind, aufklären. Jedenfalls hoffe ich das. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.